Heute ein Faultier kommt an. Ein Flusspferd taucht ab. Und ein Bock rollt ein. Was haben wir denn noch? Haben wir Affenpellets noch, oder? Frühmorgens hinter den Kulissen des Gondwana-Landes. Ist die Flasche. Mal gucken, wo die Flasche ist. Für eine ist das ganz neu hier, Martina Molch. Sie hat hier ihren neuen Arbeitsbereich angetreten. Weißt du, wo die Flasche ist? Und hier geht es Schlag auf Schlag. Täglich kommen exotische Tiere für die Tropenhalle an. Und die Neuen wollen ja richtig versorgt werden. Da wird hier und dort noch die richtige Umgebung gestaltet, die Speisepläne zusammengestellt und die Arbeitsabläufe festgelegt. So, wo haben wir jetzt die Pellets? Hier, beißen. Ist bei den Tamandua schon Ameisensäure drin? Alles drin. Hab's heute früh alles. Ja, mach das. War das heute? Das müsst ihr noch reinmachen. Ah, nee, ist Montag. Das ist Montag und Donnerstag. Und heute ist Dienstag. Ja, genau. Alles anderes drin. Also mit der Flasche, das finde ich absolut. Das Ding ist so scharf. 22 Jahre war Martina bei den Wildpferden. Jetzt also Gondwana-Tiere. Es sind jetzt alles neue Tiere, die ich jetzt pflege. Und das ist durchaus mal eine Riesenumstellung, das ist klar. Man muss sich erst noch mal völlig neu sammeln. Und es ist auch noch mal ein Neustart in gewisser Weise, auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Weiterbildung im Beruf. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch mal weiterbilden kann. Und auch natürlich in der Größenordnung wie jetzt ist es ja sehr viel. Es ist schon eine wirkliche Herausforderung. Im Käfig nebenan müssen Timo und Andreas ebenfalls eine Herausforderung meistern. Hier soll ein gemütliches Zuhause für einen Neuankömmling entstehen. Das Faultier. Der Name ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Die sind jetzt nicht gerade die Bewegungshunde, also die meiste Zeit ist schon fressen. Und dann gibt es halt Schlafphasen, wo sie verdauen, und Nahrungsphasen, wo sie Nahrung aufnehmen. Und das ist schon ein Großteil des Tages abgedeckt mit. So, dann gucken wir mal. Tierbeschäftigung statt Wildpferdkacke. Schippen. Martina hat den Totenkopfäffchen ein Spielzeug gebastelt. Das dran machen. Die hängen sich hier an den Flaschen dran und greifen mit dem Arm unten rein und holen sich jetzt dann diese aufgeweichten Pellets raus. Und da sieht man aber auch, mit welcher Freude und mit welchem Bewegungsdrang die das hinkriegen. Das ist unfassbar. So, machst du auf? So, Fans. So, auf geht's. Hurra. Gott. Reingucken. Gucken die dort rein. Das ist echt der Knaller. Ja. Nee, das ist schon hübsch. Da haben die eine Weile zu tun, ja. Also das ist schon. Na, ihr habt ganz schön Reims geholt, ja. Also die sind wirklich absolut ständig in Aktion. Das ist Wahnsinn. Es gibt auch mal auch eine Phase, wo die alle so zusammensitzen als Klumpen und mal ruhen. Aber das ist in der Zeit, wo wir hier sind, tätig sind, eine kurze und geringe Zeit eher, ne? Wenn du hier vorbeigehst, ist ständig. Ja. Man muss ja nur vorbeigehen, dann sitzen sich alle am Gitter und das wollen irgendwas, muss man ein bisschen mit dem Finger mal auf die drauf zeigen, dann ist ja schon die Feier los hier. Die Feier los. Na, es ist ganz hübsch. Es gibt vor jedem Käfig hier was anderes Hübsches zu sehen, aber man muss sich dann auch loseisen, sonst muss man hier bleiben, weil sonst schaffen wir unsere Arbeit dann auch nicht, ne? So, okay, machen wir los. Weiter geht's. Timo und Andreas haben unterdessen ihr Werk vollendet. Die Faultierwohnung. Einzugsbereit. Jetzt kann er kommen. Oder sie. Ja. Je nachdem. Also das ist ja jetzt sowieso nur mal ein Provisorium für ein paar Wochen. Und ich denke, dafür ist es ganz okay. Oder? Was meinst du? Na klar. Ja, ne? Pinguine haben Nachwuchs, ein Zwillingspärchen, reichlich 5 Wochen alt. Heute müssen die beiden zum Kinderarzt. Vorsorge. Hammer? Mhm. Bleib mal locker.
1465. Nehmen wir raus. Wird's doch besser. Nach der Gewichtskontrolle Vitamine. Eine extra Portion. So. Jetzt pieksen wir mal oder machen wir erst den Flügel? Nö, ich würde ihn erst mal pieksen, ne? Na, sag mal. Der frisst mich ja. Mein Finger ist dazwischen? Frau Fasold, ja. Nadelhalter liegt auf der Kiste. Der Kleine bekommt einen elektronischen Kinderpass zur Identifikation. Ist gut. Hey. Fixiert und zugenäht. Naja, die Haut bei Vögeln ist nicht so elastisch wie unsere. Und das Loch bleibt relativ lange eben so offen. Und um zu vermeiden, dass der Transponder irgendwie sich wieder rauswurstelt, verschließen wir es einfach. Machen wir es eine Federprobe? Mhm. Auch noch. Wir wissen ja nicht, was es ist, Männlein oder Weiblein. Deswegen wird das eine Federprobe gezogen. Ja. Und stinkig, wie der ist. Ja, und danach zurück geht er ins Institut und hat es dann halt anhand der DNA dann festgestellt, was es für ein Geschlecht ist. Ne? Das soll ich schon mal wissen. Ganz schöne Prozedur. Tja. Ob was dran ist. Fehlt noch das äußere Erkennungszeichen. Wollen wir mal rechnen? Auf dem rechten jetzt. Warte mal. Eins. Warte mal, ja. Z0241. Er hat's überstanden. Im Gegensatz zu Zwilling 2. Na, hi. Die Löwen Luena und Matadi, noch ein wenig müde, mussten über Nacht einen wichtigen Job erledigen. Für die Raubtiere von nebenan. Wir wollen also heute unsere Hyänentypen beschäftigen und haben uns da was Besonderes ausgedacht. Ich habe gestern den Löwen in ihr Schaugehege eine Tüte gehängt mit Heu drin. Und hatte jetzt die Hoffnung, dass sie die über Nacht ein bisschen markieren, also ranpinkeln. Und jetzt werden wir die Tüte rausholen. Ich hoffe, sie haben sie nicht zerfetzt. Und werden die mal zu den Hyänen rübertragen und gucken, was die dazu sagen. Stinkbomben für die Konkurrenz. Matadi ist doch ganz hilfsbereit. So, sehr schön. Der Sack ist noch ganz. Und wie man sieht, gut eingewässert, fabelhaft. Ja, das war also jetzt der Matadi. Die Löwenmänner, die markieren also, indem die den Urin nach hinten so rausspritzen und etwa so bis in die Höhe kommt er also locker. Also auch die Wände werden immer markiert, die ganzen Einrichtungsgegenstände und eben solche Spielsachen dann auch. So. Und genau so war der Plan. Gut. Löwen, die größten Feinde der Hyänen, wenn sie die riechen, Nervenkitzel. So, Mäuschen, wir sind's. Mutter Lubanga, ganz unruhig weiter. Guten Morgen. Irgendwas liegt hier in der Luft. Eine schöne Stelle suchen. Prickelndes Entertainment für die ganze Familie. So der Plan von Tina Lessig. Ah, nicht in den Stall tragen. Lubanga, stopp! Sie trägt's gemütlich in die Wohnung. Angst gleich null. Na, klasse. Jetzt stinkt's im Kinderzimmer. Nach Löwe. Ach, der Jensi. Hier wollen alle einen neuen Gast begrüßen. Moin. Moin. Wann war denn da? 1:30 Uhr so. Hätten wir doch mal auspacken können, Mensch. Na dann,
Ja, damit. Auspacken? So. Guck doch, schönes großes Auto. Ja. Die Kratzer sind noch nicht von euch hier, ne? Nein. Gut. Das ist jetzt geil. Ja. Es geht ein Riesentor auf und eine winzige Kiste steht da drin. Hallo, Madame. Ein erster Blick auf den Neuankömmling. Feine. Aus Stuttgart. So, na, das ist doch. Das faucht. Das ist böse. Da ist es. Na, da ist es. Das war. So, na gut. Jens, vielen Dank, wir sehen uns nachher. Ja. Das vorläufige Ende einer langen Reise, die neue Faultierwohnung. Sie ist schon sauer. Es faucht rum. Also das klingt jetzt nicht freundlich. Ist auch beim Faultier ein Zeichen, das ist kein Geräusch, was heißt, streichle mich. Micha Ernst will, dass das Tier von alleine aus der Kiste kommt. Bei Faultieren weiß man nur, sie können mit ihren Krallen hässlich zuschlagen. Und auch schnell, und sie können auch beißen. Ja, ist gut, meine Dicke. Hm? Ist ein Mädel. Ja, ja. Ist ungefähr ein Jahr altes Zweizehen-Faultier. Und so eine lustige Sache, die eigentlich bei Faultieren, zumindest aus Pflegersicht, ganz schön ist. Faultiere sind sehr faul, was ihren Stuhlgang anbetrifft. Also die gehen nur ein- bis zweimal pro Woche aufs Klo. Dazu gehen sie runter, machen das auch schön ordentlich an einer Stelle und dann gehen sie wieder hoch. Also sehr pflegerfreundliche Tiere. Auch für faule Pfleger gut geeignet. So, Mädel, du musst nur noch rauskommen. Also wir lassen die jetzt hier stehen. Sieht auch ein bisschen verunsichert aus. Können wir Gute. Ja, ein bisschen näher ran, ja. Genau. Schöne Kiste ist es, ne? Und jetzt soll sich das Faultier ausschwaben. So, Mäuschen. Erstmal in Ruhe an die Leipziger Luft gewöhnen. Ich denke, dass die rauskommt. So in einer Stunde ist die draußen. Ja, du guckst das ja schon mal. Hm. Micha, der Optimist. Die Kurzohr-Rüsselspringer. Bei ihrer Verpaarung ist man nicht ganz so optimistisch. Zumindest bei Tully und ihrem Angedachten Lino, die im Schaugehege wohnen. Deswegen sollen die beiden gegen das harmonierende Paar Wuppi und Bernie, die hinter den Kulissen wohnen, getauscht werden. Also Tully und Lino nach hinten. Wuppi und Bernie nach vorn. So, jetzt probieren wir mal. Kerstin und René leiten die Operation. Als erster ist Lino dran. Na, also er saust auf jeden Fall hinten irgendwo rum. Das ist klar. Also er huscht dann wahrscheinlich von Stein zu Stein. Halt mal den Kescher. Zack, da war er schon. Oh nee! Da war er, ja, genau da war er. Kann ich? Gut. Nee, da war er. Schauen wir mal weg. Ja klar. So greifen kannst du versuchen. Au, 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 au. So, nu, jetzt hab ich ihn hier. Ja, jetzt brauchen wir noch einen anderen. Na, gib mir mal die Röhre. Hier rüber halten. So. Sehr schön. Au, gut. Finger gebissen. Ach, dann ist er auch da, das ist perfekt. Und jetzt Tully. Noch kratzt sie das nicht. Mal bitte. Wenn ihr Glück habt, geht die in die Fanghütte. Ich will sie ja noch nicht mal. Da oben sitzt sie. Willkommen. Mach die nicht kaputt. Jetzt ist er unterm Stein. Ich gebe alles. Das war schon knapp. Jetzt, zack, sehr schön. Und zuhalten, perfekt. Erster Teil erfolgreich erledigt. Mal sehen, wie die sich hinter den Kulissen anstellen. Der Löwensack in der Stube der Hyänenbabys. Interessante Erziehungsmethode von Tina Lessig. Konfrontiert die Kleinsten mit den Übeln der Welt. Also man riecht ja jetzt schon selber, dass es ein ganz extremer Löwengeruch ist. Hat ja auch kräftig dran gepinkelt, unser Matadi. Das scheint sie aber nicht zu stören. Mutter Lubanga hat schon wieder die Nase voll. Schon wieder ab. So. An die frische Luft.
Tinas Schnupperkurs. Ist nicht ganz aufgegangen. Löwengestank bringt Hyänenbabys nicht aus der Fassung. In dem Alter ist es jetzt auch so, dass die sich nicht mehr so gerne rumtragen lassen. Die Lubanga hat es dann also schon manchmal schwer, die überhaupt richtig gepackt zu bekommen. Man hat sie jetzt gerade schön gesehen, wie die trägt. Die fasst die da also so im Nacken. Und in dem Alter fangen die dann aber schon an, sich zu wehren und zu quietschen und versuchen wegzukommen, weil es den Kleinen natürlich nicht gefällt, wenn die da einfach irgendwo hingeschleppt werden. Der Löwensack kann den Kleinen gestohlen bleiben. Am schönsten riecht's bei Mama. Zwilling 2 hat nun seinen Termin. Herr Doktor? Oh, Entschuldigung. Der Herr Doktor. Ja. Upsala. Da haben sie aber Schwein. Ich habe extra gewartet, ja, weil ich das nicht abkriegen wollte. Das war ein Angstschiss. Halt eine Freundblase. Ich liebe dich auch. Oder Freundin. And now the same procedure. Das ist immer der trocknere, ne? Ja, das ist. Naja, das ist der größere. Vermutlich der schwerere. Ist ja auch 2 Tage älter. Ja, und das hängt genau aber mit zusammen, dass es das Gefieder ist. Der schwere, ne? Mhm. Ja. Dass der langsam Federn kriegt. Ja, und Biss hat er auch. Tut doch nicht weh. Nun nur noch der Ring. Also wir müssen es erstmal ausprobieren, dass wir uns auch erstmal neu mit dem Ring hier. Das ist halt nun mal der neueste Schrei. Modeschmuck. Naja, so ungefähr. Aber wie gesagt, für uns ist es natürlich eine Erleichterung vielleicht beim Arbeiten mit den Pinguinen, dass man dann auch alle ein bisschen vielleicht auseinanderhalten kann. Ist ja locker hier dran, müsste eigentlich funktionieren. Ja. Und jetzt darf man endlich wieder zurück ins warme Nest. Ja. Okay. Die Zwillinge sind hier nicht der einzige Nachwuchs. Bei dem Entenpaar hat's auch geklappt. Michael Ernst will nochmal nach dem Neuankömmling schauen. Der Faultierdame aus Stuttgart. Ja, Kollegin. Sie hat gerade ein bezugsfertiges neues Domizil bekommen. Aber sie bleibt scheinbar in ihren alten 4 Wänden. Oder? Also es muss mal draußen gewesen sein. Sie hatten ein kleines Stück Banane hingelegt. Das war weg, aber sie war nicht weit draußen. Guck mal. Hm? Guck mal, hier musst du Hand nehmen. Faultier nimmt immer Hand. Also zumindest frisst sie aus der Hand, das ist schon mal gut. Aber das jetzt, das muss man schon gucken. Also wenn die jetzt mal nicht gefressen hat, gerade nach dem Transportstress, das ist schon mal in Ordnung, aber jetzt sollte sie langsam beginnen. Jetzt gibt es gerade ein Chicorée-Blatt. Na, Madame, schmeckt's? Hm? Wäre schön, wenn du mal rauskämst, irgendwie ein bisschen. Micha, der Cheftierpfleger von Gondwanaland, will möglichst immer persönlich dabei sein bei neuen Tieren. Wenn man weiß, wenn die Tiere kommen, und so, man hat so ein paar Eckdaten, ne? Tier kackt, sieht gut aus, frisst. So, wenn man das selber weiß, ist alles in Ordnung. Willst du noch ein Salatblatt? Ne, guck mal hier, komm. Komm her, komm. Ein Salätchen. Guck. Fein, ja. Ganz fein. Langsam, ganz langsam scheint das Faultier seine neue Umgebung wahrzunehmen. Ja, das ist eine Kamera, da musst du dich nur dran gewöhnen, Chefin.
Das ist hier so. Das haben Sie sich in Stuttgart nicht gesagt, bestimmt. Kamera? Egal. Es gibt Wichtigeres im Leben. So, Mahlzeit. Weiterhin. Scheint nichts zu überstürzen, die Stuttgarterin. Bald muss sie nochmal umziehen in die Gondwana-Halle. Dann muss sie aber die Kiste verlassen. Für Amour Leopardin Fatne ist alles anders. Ihre Tochter, Takara, lebt seit ein paar Tagen im Nachbarstall. Das muss so sein, denn Takara wird langsam erwachsen. Na gut. Damit aber der Trennungsschmerz nicht so groß ist, hat sich Jörg Gräser was ausgedacht. Das soll für die Takara sein, so ein bisschen als Ablenkung. Die ist momentan ja von ihrer Mutti getrennt, ne? Und sie nimmt's also nicht ganz so leicht. Und, aber es ist ganz klar, sie ist ja noch ein Jungtier von 9 Monaten. Ist aber eben für uns ist eben wichtig, diese Trennung, dass man eben die Fatne so schnell wie möglich unter Hitze bekommen und dass wir die Fatne noch mal zulassen können, weil wirklich also dieser arme Leoparden ist ja wirklich eine sehr bedrohte Leopardenunterart und da ist also wirklich jedes Tier eigentlich, was nachgezüchtet wird, unter Zoobedingungen auch wichtig. Ja. Und ich will, dass wir so ein bisschen aufbauen hier, so dass sie so ein bisschen Anregung hat. Und die Röhre, die hänge ich dann auch noch auf, dass die so dann sich auch bewegt. Das hängt dann also so am Baum. Aber wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen, ob sie es überhaupt annimmt. Ne? Also es kann auch sein, dass sie diesen Trennungsschmerz noch nicht so überwunden hat. Aber vielleicht hilft es ihr so ein bisschen darüber hinweg, wenn man ihr so ein bisschen eine Beschäftigung zusätzlich anbietet. Und ich werde es jetzt erstmal bei ihr aufmachen. Eine Ablenkung für Takara. Jörg gibt sich alle Mühe. Ist gut, meine Maus. Oh, nee. Ich habe sie jetzt mal reingenommen, hinter der Kulissen. Mal schauen. So. Langweilig. Gudi. Gibt's nicht bei Jörg. Selbst bei Fatner nebenan hat er ein bisschen so, mal gucken, was die kleine Maus sagt. Die Neugier geweckt. Ist ganz fein, meine Maus. Und der Kara? Unruhig. Das Spielzeug ist ihr egal. Es plagt sie wohl, die Sehnsucht nach der Mama. Das ist ja immer, das ist ja bei den Jungtieren eben wirklich so, dass die Mutter dann eben auch die jetzt gerade in so einem Alter, wie sie jetzt ist, die Sicherheit gibt. Ne? Und solange sie in der Nähe ist, dann, die machen ja die Toben ja da rum und sind da ganz anders drauf. In dem Moment, wo Mutti weg ist, ist natürlich, spricht die Welt erstmal für die zusammen, ist klar. Abnabeln tut weh. Mama Fatne geht wieder zu dem Mann von nebenan. Na, mein Großer. Hey. Hey, deine Olle kommt wieder zu dir bald. Ha, das wird ein Spaß, hä? So. Fatne, du brauchst keine Angst haben, alles gut. Ein vorsichtiger Blick auf ihren neuen, alten Liebhaber. Jörg wünscht sich das so sehr. Kann mal gucken, hä? Fatne, alles gut, alles fein. Alles ist gut. Dass Fatne nochmal Kinder bekommt. Ist ganz fein. Altes Mäuschen, hä? Bei den Kurzohrrüsselspringern hinter den Kulissen ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Lino von vorne hat Bernies Platz hinten eingenommen. Tali wartet noch in der Röhre und Wuppi soll gerade gefangen werden. Aber wer da dachte, das wäre einfach. So, Wubi, jetzt geh mal in die Kiste los. Zeig, dass das kann. Du brauchst fünf Hände. Jetzt. Okay. Perfekt. Hast du? Ja, das ist gut. Das nennt man sensitives Fangen.
Einfach nur reinlegen, die Rohre. Schnell noch Tali reinsetzen. Und dann kann das Dream Team Opi Bernie nach vorne. Wie kann der dann schon mal huschen lassen und da hoffen, dass wir den Mann noch greifen kriegen? Kann ich schon. Aber wer war jetzt eigentlich wer? Also ganz sicher, dass der jetzt freigelassen werden kann. Das Weibchen und er hat den Jungen. Okay. Ja. Oder wollen wir erstmal lieber innen gucken? Du hast die letztere gefangen und das war die Wobi. Na gut, also das war das schon stimmt. Ja, doch meine Tiere kennen. Na eben, ne? Wie konnte ich das nur vermuten? Kann ich? Komm, Hand weg. Da ist er. Na gut. Hoffen wir jetzt, dass die beiden sich harmonisch tun. Und dass wir dann halt demnächst auch mal wieder Rüsselspringer-Nachwuchs haben. Wie es die Jahre zuvor auch war. Große Hoffnungen lasten auf Wuppi und Bernie. Wieder ein Neuankömmling aus Polen. Gut verpackte Fracht. Hallo. Hier ist die Kopf. Ja. Guckt hier mal an. Und hier auch. Sehr deutlich zu sehen. Hallo. Oh, ist das süß. Ja, das ist süß. Das ist noch klein. Ach, grüß dich. Grüß dich. Alles gut gegangen? Alles gut gegangen. Ja, ne? Dann laden wir das um. Ja, aber schön vorsichtig. Damit der oder die oder das nicht kaputt geht. Okay, auf den Bügel. Wir laden ein bisschen vor. Ja. Wunderbar. Ist wie als hätten wir nie was anderes gemacht. Hier sind wir schon 20 Mal lang gefahren. Das ist vorbei. Und dran. Der ist doch nett, oder? Ist der nett? Der ist nett, ja. Und jetzt der große Moment. Was mag das wohl sein? Na? Vorsicht, er kommt gleich. Ein Zwergflusspferd. Da ist er. Hallo. Hi. Euphorio. Euphorio. Ein schöner Name, ne? So, das hat doch gut geklappt. So, sieht schön aus hier. Ja, wollen wir mal rausgucken. Wunderbar, kommst ja. Du mit? Wir machen hier noch einen Teil mit Substrat oder Rindenmulch oder irgendeiner anderen Fußbodenmarkt. Das ist alles Gussgummi, also schön weich. Ja. Also, dass sie sich die Füße nicht kaputt machen. Und hier geht's dann. Hier gehen Stufen praktisch rein in die. Und das ist dann unter Wasser. Da unten kommen die Besucher, die können dann unter Wasser gucken. Ja. Und hier oben drüber sind dann noch Diana-Meerkatzen mit dazu. Also, die sind nicht allein, sondern Diana-Meerkatzen mit dabei. Schön. Ja, und dann mal gucken, was das wird. Tja. Mal gucken. Da gucken sie, die Dallsche Affe. Sie haben einen neuen Pfleger. Ja. Robert Ruß. Na, ihr Schnucken. War das schön, ne? Er hat den Bereich von seiner Kollegin Martina Molch übernommen. Da wird ganz genau beobachtet, ob neue Besen wirklich gut kehren. Und was das überhaupt für einer ist. Ich denke mal, dass Sie mich schon mittlerweile kennen, ja. Bin ja nur schon eine Weile hier. Und die gewöhnen sich eigentlich recht schnell an einen. Hab ich das Gefühl. Na, Schnuckchen. Fünf Damen und ihr neuer Pfleger. Da muss man sich erstmal ganz genau beschnuppern. Also normalerweise kann man die, wenn man die jetzt am Anfang nicht so gut auseinanderhalten kann, von mir Sicht her und alles, kann man die ganz gut an den Ohrmarken erkennen. Also die haben alle verschiedene Ohrmarken. Ne? Also hier ist einmal, zeig dich mal. Warte mal. Ein bisschen versteckt hier, aber das müsste eigentlich die grüne sein. Genau, das ist die grüne Ohrmarke. Das ist eine Handaufzug, deswegen ist sie auch sehr zutraulich. Und das ist auch der älteste. Also die ist jetzt 10 Jahre alt ungefähr. Und die zwei kleinen da hinten,
die sind jetzt etwa ein Jahr alt. Und die sind eigentlich alle relativ zutraulich, also die kann man auch anfassen und die lassen sich auch gerne streicheln. Also sie sind schon sehr am Menschen gewöhnt eigentlich. Aber an eine Sache, da kann auch Robert sich nicht so richtig gewöhnen. Oh, ist das eine Hitze hier. So, ach, hier liegt auch noch ein Haufen Scheiße. Ich hab mal auf den Felsen hoch hin. Oh. Machst du sauber und die Kacke schon wieder ausfallen. Ja, bist du schon über eine Stunde dabei, ja. Musst du mal fertig. Sind ja bloß 5 Tiere, aber die machen auch ganz schön viel Dreck. Vor allem, die machen ihren Tierpfleger die Freude, dass sie nicht an einer Stelle hinmachen, sondern die koten ja im Gehen. Und deswegen ist meistens die ganze Anlage zu. Ja, und schon bald wird hier noch einer mehr. Für noch mehr Arbeit sorgen. Genau, hier fehlt der Bock. Der ist vor einiger Zeit leider gestorben. Und jetzt, so wie es aussieht, kriegen wir aber bald einen neuen Bock. Da sind unsere Mädels dann nicht mehr so alleine. Ein neuer Bock. Na, das kann spannend werden. Seit gut einem Jahr lebt das Paar Eiderenten bei den Pinguinen. Was anfangs ungewohnt war, hat sich bewährt. Sie sind hier heimisch geworden. Nun hat das Entenpaar zum ersten Mal Nachwuchs. Ja, also die haben dann halt Eier schon gelegt. Ja, und da haben wir gesagt, was machen wir nun? Das versuchen wir eigentlich mal. Und ja, und die haben auch schön gebrütet. Also das Mädel saß wirklich sehr, sehr gut drauf. Die zwei, also er hat auch eine russische Brutgeschichte mitgemacht. Das heißt, er saß neben dem Mädel. Er hat auch das alles verteidigt hier gegen andere Tiere. Ja, und dann irgendwann mal ist dann raus was geworden. Und da haben wir jetzt 4 Küken rausbekommen. Ja. Die Küken mussten wir dann rausnehmen, weil in der Literatur steht ja auch, dass die Weibchen sich ein bisschen fertig machen bei der Aufzucht. Das heißt, sie fressen dann kaum noch was und kümmern sich eigentlich nur um die Küken. Und da kann auch passieren, dass sie auch mal dann draufgehen. Ja, und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir die Jungtiere weg, setzen wir sie bei uns in die Aufzucht und ziehen sie halt mit der Hand auf. Das ist nicht so das Problem, dass sie sich erholen kann und dass sie jetzt sich nicht so kaputt macht. Ja. Mutterschutz. Die Kinder werden ja in der Aufzuchtstation bestens versorgt. So. So, und das sind jetzt die 4 Jungtiere, also wie gesagt aus 5 Eiern. Die sind jetzt schon ziemlich groß. Die sind jetzt ungefähr 14 Tage alt. Und machen einen sehr guten. Ne? Also. Was lecker essen können. Ne? Geht doch mal ins Wasser. Ist der Wasserscheu oder was? Im Gegenteil. Diese Enten lieben das Meer. Wie gesagt, das ist ein Meeresbewohner eigentlich und das ist ein Fischfresser. Ja, man denkt ja immer so, Enten, die fressen nur Pflanzengeschichten. Ja, aber wie gesagt, das ist bei denen ein bisschen anders. Ne? Die fressen halt doch Fisch. Jetzt. So wurde das Wassertreten erfunden. Sieht doch putzig aus. Die können eigentlich schwimmen. Sollen sie nicht so haben. Aber schwimmen? Essen gleichzeitig. Das will gelernt sein. Doch schon ganz gut. Martina Molch hat Küchendienst. Das ist Flusspferd, Opossum und ein Plumplori möchte auch noch was. Ein bisschen Apfelsine. Und da gucken wir mal, Birne ist auch gefragt. Aha, sowas ist auch ganz niedlich hier. Kirschtomate, Mango und Hoho.
feine Sache. Machen wir mal los hier. So. Ein Vollzeitjob. Im neuen Gondwanaland wird ständig gefressen. Es sind ja auch verschiedene Fütterungszeiten. Also zum Beispiel ein Affe, da wird mitunter 4 bis 5 Mal gefüttert. Und bei den Opossums, da reicht das zu, wenn die eine Hauptmahlzeit am Tag haben und vielleicht früh ein Stückchen Apfel kriegen. Weil die dann sich, ich sag mal, so im Bauch voll schlafen. Dann schlafen die wieder, währenddessen Affen ja nun auch aufgrund ihrer Ernährungsphysiologie regelmäßig über den Tag verteilt fressen. Nun ist Fütterungszeit. So, das ist jetzt erstmal Futterflusspferd. Und dann ist es jetzt schon gut. Das neue Zwergflusspferd, Euphoria aus Polen, ist als erstes dran. Na, seid ihr hier beim Werkeln? Ich stell mal das Futter hierher, ich komme dann nachher auch wieder her. Martina Molch kümmert sich um den Kleinen, ein Bulle. Gucken wir mal, weil der schläft hier hinten in der Ecke. Gerade 10 Monate alt. Er liegt jetzt in der Ecke, da liegt er eigentlich jetzt viel und schläft auch tagsüber oft. Na, so, so fein. Da lassen wir erst mal jetzt noch ein paar Minuten, bis die draußen fertig sind. Der Bastler am Werk. Auf der Außenanlage ist es noch etwas ungemütlich. Das Personal kämpft gegen die Uhr. Bene, liegt hinten eine Weike? Ja, hat er gestern auch gemacht. Der ist ja wirklich an dem Tag, wo er zu uns gekommen ist, ist er quasi von der Mutti abgesetzt worden. Also für den kam schlagartiges Entwöhnen von der Mutter, schlagartiges Entwöhnen seiner alten Umgebung. Und alles ist neu. Und deswegen arbeiten wir jetzt wirklich hier schnell, dass er raus kann und dass wir ihn auf die Anlage gewöhnen. Und da denke ich, wird es auch entspannter. Machen wir zu? Ich glaube, zu. Alles klar? Ja, bis halb wunderbar. Okay. Nun ist das Areal geräumt. Für Euphorio. Hier sollen sich zwei näher kommen. Na, geh noch mal gucken, ne? Geh mal gucken. Die Sonne ist natürlich optimal jetzt, dass es so schön ist jetzt. Und also gerade die Sonne, die animiert ja auch die Tiere, sich fortzupflanzen. Ein Gitter verhindert noch den Körperkontakt. Kater und Katze sollen sich erstmal beschnuppern. Ja, die ist jetzt erstmal ein bisschen ängstlich, weil es ist jetzt auch ein neues Geräusch gewesen an der Ecke. Es ist ja lange nicht betätigt worden dort. Und er sitzt jetzt erst mal ein bisschen deprimiert in der Schleuse. Aber das wird schon. Hey, alte Motte. Die hat ja alle Zeit der Welt, also wie gesagt. Das wird sowieso noch eine ganze Weile dauern, bis bei ihr die Hitze einsetzt. Fatna. Heute keine Schmusekatze. Da kann Xembalo, ihr Kater, machen, was er will. Dieses Gebaren. Kann sie nicht überzeugen. Der Verprellte. Er muss warten. Bis Fatne wieder soweit ist. Vielleicht bis Takara aus dem Kleinkindalter raus ist. Selbst ihre Welt entdeckt. Die wird jetzt größer, wenn die die Zähne gewechselt hat, dann ist die auch sicherer, na, im ganzen Auftreten wiederum. Und dann wird die irgendwann auch wieder anfangen, im Laufe des Jahres dann auch wieder das Spielzeug, was ich ihr anbiete, zu nutzen. Ich hatte ihr ja schon ein bisschen was reingemacht, um vielleicht auch so das ein bisschen abzulenken, das Tier, von der ganzen Situation, weil Takara eigentlich eine totale Spielmaus immer war. Und die wird das auch wieder öffnen, dieses Spielverhalten. Weil die im Spiel lernt die ja auch viel noch. Takara. Bald schon wird sie ihre eigenen Wege gehen. Bei den Dallschafen kommt noch ein neuer. Na, die warten schon hier, was hier los ist. Ein Bock aus Krefeld. Frischbockfleisch. Rollt ein. So, ich mach da hinten erstmal auf. Also Kiste rein. Ja. Die letzten Meter. Da geht's zu Fuß. Halt immer ein bisschen gerade hier. Ja, das geht nicht komplett. So, Herr Kollege. So. So. Hau rum, der Wein ist grün.
sind wir auf ein bisschen Zuarbeit vom Meister angewiesen. Ja. Ja, und zur Eingewöhnung darf der Meister erstmal allein logieren. Im Stall. Lass mich da ran, ich geh da vorne ran und hol dir den raus. Okay, wir machen jetzt mal hoch, der wird schon rauskommen. Nicht, dass er hier. Guck mal, der macht schon. Ja, Vorsicht. Kannst du ihn nicht nach hinten biegen? Nee, ist noch drin in der Führung. Er hat sich gedreht. Der Bock scheint bockig zu sein. Moment, mal gucken. Ist das der Hintern oder ist das Ohr? Das ist nee, der Arsch. Das ist der Arsch. Umdrehen. Kollege, das wird so nicht. Jawohl, na klar. Ja. Geschafft. Du musst bloß mal. Endlich wieder Mann im Haus. So, Meister, hier dein neues Tier. Ja, ich muss mal gucken, wie mein Bock aussieht. Jetzt endlich mal ein neuer im Revier. Ein richtiger Mann und das auch noch jung. Ja. Ein bisschen Angst hier. Die pure Neugier dort. Naja, da müssen wir mal beobachten. Also, die kennen sich ja auch nicht. Also, ich denke mal, das wird sowieso erstmal ungewohnt für beide Seiten sein. Aber ich denke mal, wenn die sich immer beschnuppert haben und ich glaube nicht, dass es da große Auseinandersetzungen zwischen ihnen wird. Und sobald die Paarungszeit losgeht, dann kriegen die Mädels ja das auch mit und alles und der Bock ja auch. Und dann kommen die schon in Paarungsstimmung. Ich denke mal, da wird das dann schon klappen. Aber erstmal ist er noch nicht in Stimmung. Alles neu und ungewohnt. Draußen vor der Tür allerdings, nun kann man es kaum erwarten. Die Tür ist offen. Doch das Zwergflusspferd. Siehst du was, Patzi? Nö, jetzt gerade mal nicht. Ziert sich noch. Guckt erstmal vorsichtig. Ja, so wie es sein soll. Oh, der hat ganz schöne Schmarrn. Jetzt im Hellen sieht man es sogar richtig. So in dem Fall. Ne? Die beiden anderen Schieber noch aufziehen? Also, ich würde es eigentlich gerne so lassen. Ja. Und ihm wirklich alle Zeit der Welt lassen, ja, hier in Ruhe, weil es sieht ja gut aus. Ich meine, er guckt, geht wieder rein und macht das Schritt für Schritt jetzt weiter. Lassen wir es so. Euphorio gewöhnt sich an die neue Umgebung. Er ist rausgekommen. Ja. Steht ungefähr einen Meter vom Schieber. Er wirkt ein bisschen angeschlagen. Muss man jetzt nicht überbewerten, also Zwergflusspferde sind auch untereinander relativ rabiat. Also er ist es jetzt nicht untereinander, weil er ist ja noch allein. Aber der ganze Transportstress, die ganze neue Umgebung, also der hat wahrscheinlich sehr intensiv nach seiner Mutter gesucht, was ja auch völlig normal ist. Und hat sich unten auch am Schieber und am Gitter so ein bisschen eben immer ein paar Schrammen zugezogen. Aber Zwergflusspferde, das heilt sehr schnell. Also die haben eine sehr, sehr gute Wundheilung. Und man wird hier in wenigen Tagen oder zwei Wochen, wird man davon nichts mehr sehen. Jetzt geht doch mal ins Wasser. Ich guck mal an die Scheibe runter. Geil. Das ist doch mal ein Bild, oder? Ups, erschrocken. Jetzt ist er erschrocken vor irgendwas. Ganz modern ist das Becken. Und Euphorio allein. Zumindest steht er auf der Stufe, das ist schon mal gut. Jetzt müsste er nur noch rauskommen dort. Ja, jetzt noch eine Stufe. Ich denke, das schafft er. Ja, ich weiß. Er darf nicht wegrutschen, möglichst. Gut, das geht schon mal problemlos. Einmal kurz weggerutscht. Das Zwergflusspferd. Ab jetzt taucht es in Leipzig öfters ab. Nächster Schritt beim Katzen-Tête-à-Tête. So, mal gucken, was er machen. Jörg zieht das letzte Gitter. Hey. Gibt den Weg frei. Und dann kommst du jetzt gleich her zu mir. Schön langsam. Immer schön langsam die Anlage. Ne? Warte mal, pass auf. Zembalo kommt. Schön langsam. Ganz umgänglich. Die Fatner. Jetzt kommt der Kuppen. Ist ganz fein. Oh, siehst du, sie sucht seine Näherung. Mhm. Dann hast du normalerweise auch dieses Brummeln. Das hörst du jetzt bloß durch das scheiß Kettensägen nicht. Die können getrost ganze Wälder abholzen. In Fatne ist die Leidenschaft erwacht.
Ungeniert gibt sie sich hin. Der Vater ist eben so eine zierliche Maus. Ne? Die ist eben, die hätte ein bisschen kraftschöner sein können. Und der Kader ist natürlich ein Promi. Ja? Der Zembalo, der hat sich echt gut entwickelt. Ja, die kann es gar nicht abwarten hier. Mhm. Die wälzt sich wie eine Kelle hier. Ja, die macht den Schädel oben. Das Liebesspiel der Leoparden. Es folgt festen Ritualen. Sie lockt, sie folgt, umgarnt ihn. Er gibt sich verhalten und sie lockt, folgt, umgarnt ihn. Und kriegt den Kater rum. So, aber Hüppelflöte, die muss ja mal liegen bleiben. Die ist ganz einfach noch so sehr hippelig. Die muss ich natürlich auch anbieten. Also dieses Rollen ist die eine Sache. Der Kater wartet ja so lange. Hat man ja sehr schön gesehen, wie er sie verfolgt hat, wie sie sich hingesetzt hat. Und sie hat die ganze Zeit gerollt. Und das ist sogenannte Rollen bei Katzen. Ne? Das bringt ihm aber nicht keine, oder keine Punkte, wenn die so hin und her wurschtelt und so hipplisch ist, hin und her flitzt. Die muss ich dann schon richtig schön hinlegen, dass er auch hinten aufsteigen kann. Ne? Und jetzt ist es soweit. Nur das reine Verlangen zählt. Nee, alles super. Und für Mutti ist das sowieso abgeschlossen jetzt, das Thema Tochter. Denn die in dem Moment, wo die in der Hitze kann, ist die Tochter weit, weit weg. Okay, Jens, ja? Alles klar. Ich hänge mal das Schloss noch fix dran. Ja. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht ganz so dolle störe dabei. Nun ist es erstmal zu Ende damit. Ups. So, meine Süßen, alles ist gut, alles ist fein. Ey, da freue ich mich, das ist schön, dass alles super klappt. Oh, fein. Und mit viel Glück gibt's bald ein Geschwisterchen für der Kara. Hier draußen wimmelt's ziemlich. 70 Reporter, Kamerateams, Fotografen warten auf den großen Augenblick eines kleinen Opossums. Heidi bezieht ihr neues Anwesen. So, wir laufen schön langsam. Ja, ihr seht doch was. Heidi Glubsch umlagert. Lauter Paparazzi. Wird sie sich wohl fühlen in ihrem neuen Zuhause? Außerdem, die kleinen Mähnenwölfe spielen Verstecken. Und eine neue zieht in die Gondwana-WG ein. Bis zum nächsten Mal bei Elefant, Tiger und Co.